Hallo. Hallo. Erzähl Ja, wir machen heute einen kleinen Tagesausflug in Rodenburg, weil heute das Wetter schön ist. Wir haben uns gedacht, dann fahren wir gleich mal hierher, nutzen das schöne Wetter aus. Morgen soll es wieder regnen. Dann schauen wir heute mal ein bisschen Rodenburg an. Ja, hier waren wir noch nie zusammen. Also ich war schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren. Ich weiß über die Stadt überhaupt nichts, aber wir wissen schon, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Und wir wollen das Wetter heute hier genießen. Und wir nehmen euch mit. Also dann, bis Viel später. Spaß. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Also hier gibt es die sogenannte Stadtmauer. Oder, Aschke? Das ist die Stadtmauer. Okay, und da gehen wir jetzt in den Ort rein. Biergarten ist das hier. Da cooler Eingang. Aha. Mit vollen Flaschen. Hier gibt es auch Touristen und so eine Touristenführung. Hier gibt es einen ganz großen Dom. Schau mal, was da alles hier ist. Wollen wir uns hier in den Biergarten setzen? Ah, können wir machen. Wir wollten was zum Essen und Trinken finden. Hier sehen wir so einen Biergarten, sieht cool aus. Also dann, gehen wir hier rein, oder? Oh, Entschuldigung. Das hier sieht gut aus. Schön mit der Sonne. Hallo. Was wollen wir essen, mein Schatz? Oh, schauen wir mal. Ich denke, hier gehen wir auf jeden Fall irgendwas Schönes. Da finden wir bestimmt was Tolles für uns. Hast du Hunger? Na klar, auf jeden Fall. Ich habe voll Hunger. So, wofür hast du dich entschieden? So, ich nehme einmal Spargelcremesüppchen und einen schönen Flammkuchen. Und ich? Und du? Nimmst auch einen Flammkuchen und auch ein Spargelcremesüppchen. Das ist schön. Was schaust du, mein Schatz? Ich will mal nachschauen, was man sich hier so alles anschauen kann. Findet man das auch im Handy? Na klar, über Google Maps kann man schauen. Also wir haben uns jetzt Spargelsuppe bestellt. Ist so angekommen. Jetzt werden wir uns schmecken lassen. Gerne, mein Schatz. Ja, guten Meiler. Guten. Freunde, wir haben gerade die beste Spargelsuppe aller Zeiten gegessen. Es war so unglaublich hammer lecker. Also ich kann es echt nicht genug beschreiben, wie lecker es war. Wie hast du es gefunden? Ja, die war super, hat echt klasse geschmeckt. Genau, also wenn ihr nach Rottenburg kommt, ne, ich verlinke euch, wo wir jetzt gerade sind. Ihr müsst unbedingt hierher kommen um die Jahreszeit. Also wir haben heute 6. Mai und isst bitte diese weiße Suppen, wie heißt das? Spargelcremesuppe. War sehr lecker. Super. So, unsere Flammkuchen sind auch gekommen. Ich esse so mit Lachs und Bärlauch und Käse und mein Schatz ist mit? Mit verschiedenen Gemüsen und Kräutern, okay. Und Käse. Sehr schön. Guten Appetit. Guten. Ich habe es leider nicht geschafft, aber es ist immer ein Vorteil, dass man immer einen kräftigen Ehemann dabei hat, dass alles restliche noch weiter ist, oder? Ja, kein Problem. Unser Baby ist auch dabei. Oh, Bibi. Zittert heute ein bisschen. Alte Zittermaus, du, hä? Alte Zittermaus. Das hier war also, wo wir gegessen haben. Leider, meine Kamera hat das Akku aufgegeben, deswegen musste ich mit dem Handy weiter filmen. Wir laufen jetzt zwischen so schönen Gassen. Mango und Himbeere, bitte.
Ja, wenn man irgendwie im Internet Rodenburg eingibt, sieht man immer dieses gelbe Haus als erstes mit dem Turm im Hintergrund. Schönes kleines Städtchen. Ne? Ah, Sonnenbrille. Ja. Man kann nie genug Sonnenbrillen haben, ne? So, ne? Also ich bin so ein Sonnenbrillen-verrückt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Sonnenbrillen auch so liebt wie ich. Und zwar, wenn ja, und was für welche? Also, dann habe ich aber noch nichts gefunden, dann gehen wir los. Alle haben Durst? Ja, wir haben Durst. Euch einfach unbedingt zeigen. Sieht so wunderschön aus hier. Und hier solche Holztreppen nach oben gehen, glaube ich, auf den Turm drauf. Da ist ein Panoramaweg, da kann man entlang dem Burg, der Burgmauer laufen. Echt? So. Thank you.
Ja, weißt du, Mami Jim? Ja, weißt du, Mami Jim? Adige Power! Yeah!